willkommen beim neuen Tutorial Fortnite Rette die Welt. Wir haben hier den Spieler Adriel 5483, der hier mir seine Map kurz zur Verfügung gestellt hat. Wir sind in Plankerton bei der Sturmschildverteidigung. Er hat sein erstes Sturmschild schon verteidigt. Es geht jetzt um die Erweiterung. Was machen wir auf Stufe 2? Stufe 2 sollte wie folgt aussehen. Wir bauen hier erstmal eine Treppe. Und gehen die Treppe hoch Richtung Süden. Und hier sehen wir auch schon, hier stellen wir den nächsten Verstärker hin. Warum gerade an dieser Stelle? Ganz einfach, es gibt in Plankerton eine Stelle, die nennt sich die Ich gehe Kaffee trinken Lane. Und die sieht wie folgt aus. Ich hacke das mal schnell. Man sieht hier also, es ist relativ jungfräulich das Ganze. Dort an der Stelle wird der Verstärker hingebaut. Und dort oben sieht man dann diese Kante. Da gehe ich jetzt mal hin. Man sieht genau diese Kante und genau an dieser Kante werden später die Höhlen runterfallen. Und in diesem Fall machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt eine Fallenstraße bauen. Die Fallenstraße sieht wie folgt aus. So, werde jetzt unmöglich. Da und da die Wand hinstellen. So. Das hier abreißen. Wegräumen. Wichtig ist, dass wir jetzt an dieser Stelle hier quasi eine Lane bauen. Und zwar, die sieht wie folgt aus. Generieren hiermit eine künstliche Laufstelle, das heißt eine künstliche Engstelle. Und werden hier hinten ein Türchen offen lassen. So, werden das Ganze dann abschätzen. Die kommen von da, dann wird das so gemacht, wird so gemacht. So, die kommen von da angehumpelt, dann wird das so gemacht. Und wird so gemacht. So, was bewirkt das Ganze? Sie fallen von dort oben runter und laufen diese Straße entlang. Was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist. Was aber heißt, wie sie dann dort vorne sind. Ja. Wie sie dann hier sind, sind sie schon tot. Das heißt, in dem Fall, die fallen von dort oben runter, laufen diese Stelle hier lang, kriegen hier erstmal schön die Pfeile in den Rücken, laufen wir lang, laufen diese Engstelle lang. Und hier ist der Knackpunkt, weil an der Stelle würden die normalerweise dann durchbrechen, um zu dem Verstärker da hinten zu kommen. Tun sie aber in dem Fall nicht, weil die Höhlen laufen immer den Weg mit dem geringsten Widerstand. Da hier Löcher drin sind, an der und der Stelle, können die einfach durchlaufen. Also, die versuchen durchzulaufen und würden dann so an den Verstärker rangehen. So ist der Plan. Das heißt, man kann am Ende, wenn man kämpft, hier sich einfach hinstellen, einfach die Waffe schnappen und dann einfach drauf schießen oder warten, was passiert. Das ist im Grunde genommen die SSV 2 Sturmverteidigung, also die Sturmverteidigung Level 2. Hier den Verstärker setzen, dass hier der Verstärker A ist. Um nochmal das Ganze zu komplettieren. Dort unten ist das Hauptsturmschild. Man geht Richtung Süden. Macht hier den Verstärker hin. Setzt hier die Treppen hin. Und hat quasi alles, was da hinten aus dem Westen kommt, abgesichert. So einfach ist das. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, auf die Seite muss natürlich auch gesichert werden, wenn sie dann doch mal aus dem Süden kommt. Das gilt nur für diese Lane. Aber diese Lane kann dann locker bis Sturmschildverteidigung 8 gespielt werden. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach. Ansonsten war's das. Bis denn.